So, wie man sieht, geht es in dem neuen Video erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dem neuen Video um ein Match, was ich die Tage mit der AT gefahren habe, in dem Fall mit der Stufe 6 AT der Deutschen, der Hummel. Erstens um EP zu sammeln, wie üblich, und gleichzeitig auch noch die Aufträge der ersten Kampagne zu erledigen. Mir fehlt nur noch der letzte Auftrag der Artis, die Stufe der Stufe 15, wo halt 1000 Schaden, Betäubungs- oder zerstörte Kettenschaden gefordert ist und oder 5 höchste Erfahrung im Team. Und da ist beim Spielen das entstanden. Ich starte jetzt mal das Video, dann sieht man, wie das Match gelaufen ist und wie man das zum Beispiel auch im Endeffekt machen kann, dass man Betäubeschaben für sich, für solche Missionen am Ende generiert, um solche Aufträge auch zu schaffen. Man sieht, es ist ein 8er Gefecht, 5-10er, ne, 3-5-7 sogar, wenn ich es genau sehe. Ich bin also Low-Tier, was mich aber in der AT am wenigsten stört, weil mir ist recht, wenn es High-Tier ist oder ich Low-Tier bin, weil umso größer ist der HP-Pool, der möglich ist, um halt Betäube bzw. zerstörte Ketten Schaden zu haben, weil das halt im Endeffekt einfacher dann ist, weil auch größere Kanonen dabei sind, die mehr Schaden machen, und dann kriegt man das meines Erachtens einfacher und schneller hin, als wenn man halt Stufe 6 oder 7er Gefechte hat. Klar kommt es aufs Team drauf an, wie man sieht, hat man 3 Artis im Team. Muss man halt gucken, da wird es so schwieriger, wenn man alleine ist, ist aber auch nicht so einfach, weil man liebst mit der AT überall sein sollte. Und der erste Shot war Blindshot Richtung T92, um den Scout rauszunehmen. Da hinten zum Löwe, das war nicht wirklich zielführend. T92 war sehr nah, also die Chance auch, dass ich aufgegangen oder aufgehe, ist auch mit der AT groß, wenn ein Scout so nah ist. Das Team hat es geschafft, den Rost zu nehmen, ohne dass grober Schaden entsteht. Es läuft etwas zäh, weil irgendwie so Map-Übersicht oder Map-Control nicht so wirklich vorhanden ist. Aber es ist halt manchmal so, man kann nicht alles immer perfekt haben in Matches. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Ist halt immer teamabhängig, vor allem bei der AT, weil man braucht einfach auch die Möglichkeit, dass gespottet wird. Und dass halt auch Teammates, was diese Betäubesachen anbetrifft oder zerstörte Kettenschaden, und natürlich dann drauf wirken kann, wenn du Panzer betäubst, wo keiner drauf wirken kann, bringt es nichts. Ich habe mir jetzt in dem Moment entschieden, die Seite zu wechseln, weil unsere, also die auf der Karte gesehen, rechte Seite sicherer ist als die linke Seite, weil auf der linken Seite pusht der Gegner schon ein bisschen. Wie man sieht, hat man dann schon auch einige weg von unserem Team. T29 stand ideal, ich habe ihn angezündet und damit auch zerstört, krieg auch noch Betäubeschaden. Also war ideal, also da hinten Richtung Motor zum Schießen ist bei sowas immer ideal, weil viele Panzer dann einfach in Flammen aufgehen und ja,
So kann man da zusätzlich noch Schaden generieren, falls man das auch für Nebenpunkte dieser Mission braucht. Unser Team pusht da am Hügel. Da sind genug Panzer, unter anderem ein Emil 1. Noch so ein paar andere. Achter. Ich habe auf den Löwe gewirkt, war guter Treffer, gut Schaden. Kriegt dann auch Besatzung mit Top-Schaden hier. Klar, ist jetzt nicht voll, weil die anderen ATs auch drauf gewirkt haben. Dann teilt sich dieser Betäubeschaden auf. Wie man sieht, ist die linke Seite fast gefallen. Der Uni hält da hinten als letzte Barriere. Jetzt dann auch nicht mehr, der ist raus. Jetzt haben wir nur noch eine Su 122, 44 und LTDB und drei ATs, die sich um die Seite kümmern. Das restliche Team ist jetzt am Hügel durch auf der rechten Seite und versucht jetzt auf die andere Seite zu pushen. Schuss ging daneben auf den Sherman. Nächstes Ziel ist der Tier. Jetzt merke ich aber, dass die Waffenrichtwinkel nicht mehr reicht, deswegen muss ich ein Stück zurückfahren. Aber der ist dann von dem LTDP gespottet worden und von der Suche schon so beschossen, dass sich das. Ja, die schießen können, aber man sieht es raus. Ich war noch nicht mal mit Nachladen fertig, von daher ist eh daneben. Aktuell Firma 9 zu 7, also knapp, jetzt dann 10 zu 7. Der Gegner hat noch drei ATs und eine Lorraine und einen T25-2. Das war ein Schuss, um zu versuchen, beide zu betäuben. Das hat nur für die Lorraine gereicht. Aber immerhin kriege ich, durch dass ich sie betäubt habe, von der Su einen Schuss abkriegt, Betäubeschaden. Wie gesagt, ich bräuchte 1000, bin jetzt bei 927, also nah dran. Noch sind drei ATs offen, also geht noch was. Da geht der erste auf, die zweite auf. Ein Scout ist umeinander. Ich schieße jetzt neben die Hummel. Der Scout nimmt den raus und somit habe ich diese 1000 Schaden zusammen, genauer gesagt 1002. Und ja, die Mission ist damit zu Ende, oder das Match ist damit zu Ende. Und es folgt noch ein kleines Zusatzvideo im Anschluss. Und vielen Dank fürs Zusehen. So, nach dem Match sah es dann in meiner Garage so aus. Ich habe einen Haufen Bildschirme gehabt, kleine wie große, da ich mit diesem Match die Selbstfahrlefette Mission 15 Kriegsgötter geschafft habe. Ziel war es, wie gesagt, 1000 Schaden und fünfthöchstes Erfahrung des Teams. Die Nebenbedingungen habe ich nicht erfüllt. Da hat zwar nicht viel gefehlt, aber hat einfach nicht geklappt. 1002 Schaden habe ich geschafft, also knapp drüber. Brauche, wie gesagt, diese fünftmeisten Erfahrungen im Team. Ich bin auf Platz 4 im Team.
Klar, ist halt Achter, da zählt halt einfach Schaden und sowas mehr. Beziehungsweise kriegt man höhere EP dafür, deswegen ist das als 6er AT oder als Low-Tier AT einfacher zu schaffen, diese EP-Erfüllungen, als wenn du halt in einem 6er oder 7er Quecht bist oder wenn du halt eine 8er AT hast in einem 8er Quecht. Zum Beispiel, und ja, ich bin zufrieden, dass ich das geschafft habe. Das hat lange gedauert, weil ich habe am Anfang, wo die Kampagne auf den Weg gekommen ist, nicht alle Panzer gehabt, oder ins Spiel gekommen ist, nicht alle Panzer gehabt. Somit war es dann schwierig, bestimmte Missionen zu erfüllen, vor allem auch diese Abschlussmission, ob jetzt bei der AT oder die ich jetzt erst geschafft habe, aber auch bei dem Jagdpanzer, bei den Heavies. Und ja, das ist dann einfach mit Stufe 6 oder 7 fast nicht machbar, meines Erachtens. Da brauchen wir einfach 7er, 8er, 9er. Und ja, und das wird noch ein Video zu dem Stufe 4 geben, den ich jetzt gewonnen habe, und das kommt dann auch noch.